So, wieder mal der Garten von Utwin und wir haben Sternfrüchte und Kartoffelminen. Danke, Debbie Dave, dass du daran denkst. Ist er nicht nett? Und Tauchzombies, Schnorchelzombies. Aber was haben wir gelernt? Was gegen Schnorchelzombies hilft? Die Pultbrüder. Oh yeah. Dann noch dies und... Na, was können wir noch nehmen? Was können wir noch nehmen? Wir haben sogar Kartoffelminen dabei. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Gehen wir zum Wunni-Stachelkraut. Jetzt haben wir dann zwar kein Jalapeno dabei, aber es muss auch... Ach, das geht auch ohne. Es geht auch ohne. Ich dachte schon fast, jetzt haben wir die Sonnenblumen vergessen. Himmel, Herrgott. Das wäre eine geile Aktion gewesen. Ja, wir haben alles. Moment mal, Sonnenblumen. Scheiße. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Das muss man eigentlich total unmotiviert singen. So, warum bin ich so fröhlich? Du komplett besoffen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ach, der gute alte Rechen. Der Wunderhage 5000 wäre das nicht passiert. Oh ja, Kartoffelmine. Tue deinen Job. Kartoffelmine ihn weg. Was auch immer das dann ist. Ein Weg Kartoffelminen. Boom. Boom. Hat ganz groß Boom gemacht. Gegner in 1014. Da. So. 50. Geht schon fast. Ja, sobald wir da mal die Verbesserung haben, wird es bestimmt auch interessant, muss ich ja sagen. Da muss gleich einer mit Pylonen kommen, natürlich. Dass ich gleich die beiden hinstellen muss. Kartoffelmini wäre es dann ein bisschen knapp. So. Los, Starni. Starni? Ich glaube, Starni war die Erweiterung, oder? Von Sterndu, genau. Oh, wie ich das noch weiß. Wie ich es noch weiß. Wahnsinn. Als Erweiterung, ich meine Entwicklung, Dingensbums, ihr wisst schon. So. Ach ja, irgendwann werde ich mal wieder einfach mal Pokémon zur Hand nehmen und nochmal durchspielen. Das ist einfach zu klassisch, zu klassisch. Schon lange her das letzte Mal, 4 bis 5 Jahre müsste es mittlerweile her sein. Oh Gott. Oder noch länger wahrscheinlich. Nee, 5 Jahre etwa. Ich glaube 5 Jahre, genau. Zu lang. Zu lang. Das ist schon fast eine Tradition geworden. So. Hey, es lief diesmal sogar ziemlich glatt mit den ganzen Pulten aufstellen. Pulte aufstellen. Achtung, bitte alle einsteigen. Wollte ich vorher noch irgendwas sagen? Ich glaube schon. Was es war, fragt mich nicht. Butter, ich brauche dich. Ich meine nicht Buddha, ich meine Butter. Der Butterflug, das Butterfly. Perfekt. Zweite Melone. Riesige Welle von mir aus. Solange sie nicht aus dem Wasser kommen. Perfekt. Und gegen Tauchzombies hilft das perfekt. Bei Delfinen wird es dann problematisch. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Aber die kommen ja in dieser Welle noch nicht. Ist das nicht schön? Tauchen würde nicht helfen, mein Freund. Zack, der Kopf im Wasser abgesprungen. Das ist schon schlimmer als bei der Soldat James Wine, wo die alle im Wasser erschossen wurden. So. Platsch.
Ja. Sehr schöne Sache. Wie kriegen wir das noch fertig? Wollen wir dann gleich eine zweite Reihe Melonapulte machen oder machen wir gleich die Wintermelonen draus? Beides interessant, muss ich ja sagen. Ich glaube, ich mache doch erstmal noch eine zweite Reihe Melonapulte und mache dann die Wintermelonen. Obwohl, ach nee, das können wir eigentlich gleichzeitig machen, weil die Wintermelonen, die brauchen halt eine ziemlich lange Zeit an Cooldown. Ich glaube, die Frage hat sich so selbst beantwortet. Ach, ja. So, dann fangen wir mal hier an. Dass wir das mal alles durchkriegen. In unserem Zeitrahmen. Wir haben ja nicht mehr ewig Zeit. Hälfte vom Level ist ja schon fast wieder erreicht. Mensch, 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 wie doch die Zeit vergeht. So. Mal schauen. Was machen wir denn dann gegen Delfin-Zombies? Die Hochwallnüsse auf jeden Fall, das ist schon mal klar. Aber wie geht es dann weiter? Das ist halt eine gute Frage. Schließlich müssen die auch auf irgendeine Weise anders abgeschossen werden, weil ich kann nicht überall Hochwallnüsse haben. Ob da die Pulte reichen oder ob ich da was anderes nehme, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich werde ich dann wieder mit Dingens, Triplinatoren arbeiten. Mit denen komme ich irgendwie gut klar. Flatsch! Ich wieder. Oh Mann. Fast alle unterkühlt, fast alle getroffen. Meluna-Pulte sind einfach der absolute Oberhammer. Flatsch, flatsch, flatsch. Bitte kaputt gehen. Nicht kaputt essen, danke. Dankeschön. Danke, danke. Kein Applaus. Danke, danke, danke. Ja, bis zur letzten Welle habe ich bestimmt alles mit Wintermelonen und bin ich schon in der dritten Reihe am Melonapulte bauen. Hammerhart. Ich glaube, ich mache das doch lieber so. Auf Nummer sicher zu gehen. Da fehlt dann doch noch die Wintermelone. So. Oder wir probieren. Stimmt. Die MG-Erbs. So weit sind wir eigentlich noch gar nicht. Stimmt. Die haben wir noch gar nicht. Ach, verdammt. Der Plan hat eine Lücke. Der grandiose Plan hat eine Lücke. Ich glaube nicht, dass wir 5000 zusammenkriegen jetzt eben. In dem Level. Verdammt. Ich glaube, es wäre gar nicht mal so unklug, hier noch ein paar von denen zu platzieren. Oh. Hey, was mit den 5000 klappt vielleicht noch. Los, mehr Geld her. Wenn das immer so leicht wäre. Halt. Da oben müssen sie natürlich wieder langfahren. Habe ich doch gerade geräumt. Ihr Schweine. Das Ding nervt irgendwie. Ich habe jedes Mal Angst, dass das meine Blumen zerquetscht. Kaböff. Aber von selbst, auch ohne Jalapeno, verschwindet es ja irgendwann auch. Die Eisspur. Wenigstens etwas. Na, ich meine, bei solchen Temperaturen muss das ja irgendwann schmelzen. Das geht gar nicht anders. Die müssen ja jetzt hier anfahren. Himmel, Herrgott. Leute. Denkt doch an die armen Kinder. Ja. Der Spruch zieht immer. Sehr schön. Wintermelonen noch fertig machen. Andere Vorbereitung, ja, okay. Das wird knapp mit der Wintermelonenreihe, aber auf jeden Fall kriegen wir noch ein paar normale Melonen so hin.
Hier sind noch die ganzen Teile, die Stachelkräuter, Kräuter, die Stachelkuhouts. Und die Wehrwacht mit den Stachelkuhouts. Ach, kommt schon. Du kommst mir gefährlich nah, Freundchen. Freundchen? Nee, also. Das geht nicht. Hallo? Wie dreist muss man sein? Oh Mann. Das ist nicht fair. Das ist alles nicht fair. Da kommst du schon wieder so gefährlich ran. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. So, jetzt habe ich meine Reihe Wintermelonen. Jetzt sind die Zombies tot. Toll. Hauptsache mal wieder Steuergelder rausgeschmissen. Steuersonnen. 19% der Sonne kommt in meine Kassen. Na gut. Apropos Kasse. Es gibt wieder Geld. Oh ja, ich spüre sie, die Macht.